Hallo, hier ist euer Mortime. Und zwar soll es heute darum gehen, wie man eine kleine, einfache Melodie erstellen kann. Und zwar müssen wir uns da natürlich ein kleines bisschen mit Tonleitern auseinandersetzen. Ich weiß, Theorie ist immer nicht so doll. Ich versuche das auch so gering und so kurz wie möglich zu halten. Aber die einfachste Möglichkeit ist erstmal immer, ich sag's mal ganz einfach, nur die weißen Tasten zu benutzen. Böse Zungen behaupten ja, die schwarzen Tasten braucht man nur, wenn man sich die Hände nicht gewaschen hat. Wie auch immer, die beiden Tonarten, die es gibt, die nur die weißen Tasten benutzen, sind einmal C-Dur und A-Moll. Habt ihr vielleicht in der Schule mal gehört im Musikunterricht, Dur-Tonarten sind generell die, die etwas fröhlicher klingen. Kann man aber auch zum Beispiel in einem traurigeren Zusammenhang benutzen. Von Beethoven gibt es da ein Ding, das ist in D-Dur, das ist ultra dramatisch, eins meiner Lieblingsstücke, das verlinke ich euch am Ende nochmal, dass ihr da eventuell reinhören könnt, wenn ihr Bock habt. Und A-Moll gibt es natürlich, dementsprechend Moll etwas schwerer und tragischer, trauriger. Diese Sachen, wie diese Stimmung zusammenkommt, liegt an den Intervallen zwischen den Tönen, aber damit solltet ihr euch jetzt nicht zu viel beschäftigen. Ja? Okay, ich habe hier mal diese Klaviatur, die ihr hier seht auf dem Bildschirm, habe ich im Internet gefunden, seht ihr virtualpiano.net. Ist leider die einzige Möglichkeit, die ich auf die Schnelle gefunden habe, dass ihr mal sehen könnt, was ich spiele. Ich habe auch nur die Computertastatur, deswegen wird das hier ein bisschen komisch. Auf jeden Fall stelle ich euch mal die beiden Tonleitern vor, von denen ich geredet habe. Zum einen haben wir hier C-Dur, guckt dort auf die Tasten, fängt ganz links an jetzt. Cool, es geht gar nicht. Okay, machen wir das so. Hammer, wieso geht das jetzt nicht? Okay, jetzt geht's. Alles klar. Das hier ist C-Dur. So, und dann haben wir A-Moll. Muss ich hier mit dem Y aufpassen. Und zwar ist jetzt ein bisschen höher. Fängt, glaube ich, hier jetzt an. Genau. Das ist A-Moll. Und zwar wollen wir uns jetzt auch mit A-Moll beschäftigen. Ich habe hier mal ein kleines Klavier in Reason reingeladen. Ich spiele nochmal A-Moll so. Was wir jetzt machen wollen, ist hier oben eine kleine Melodie zu spielen, nur mit den Tasten zwischen A und E. Ich zeige es euch nochmal hier im Browser, das sind die Tasten zwischen hier und hier. Klingt nicht so toll hier. Und als Basstöne werde ich das A benutzen, das F und das D. Und dann wieder das F. Die Bassnoten haben auch auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss, finde ich immer, auf die Wirkung der Melodie. Ich habe das früher beim Gitarren-Solo-Spielen gelernt. Erst wollte ich immer rumnudeln wie ein Idiot. Bringt aber gar nicht viel. Manchmal ist es wirklich besser, nur zwei, drei Töne zu spielen, die dafür aber sehr gefühlvoll und sich darauf zu verlassen, dass der Bass das Ganze dann abrundet. So, ich habe hier mein Metronom aktiviert. Und mein Loop auch. Dann versuche ich das mal kurz und hoffe, dass ich nicht verkacke. Okay. Jo. Dann schauen wir hier mal rein. Hier ist es leider immer nicht so übersichtlich, aber wie ihr seht, habe ich hier A gespielt und F und D, wieder F, hoch, F meine ich natürlich. Und hier bewegt sich das zwischen diesem Ton und dem. Es geht einfach immer nur ganz einfach abwärts. Warte mal, ich zeige es euch vielleicht hier im Browser. Wo haben wir das? Zack, ach, man muss hier einmal reinklicken, wa? Genau. Zwischen da geht's.
Das war es einfach nur. Und das wiederholt sich die ganze Zeit. Spielen wir es noch einmal vor. Ihr seht, die Melodie bleibt gleich. Allerdings ändert sich der Basston. So, jetzt versuche ich das Ganze nochmal in einer etwas schnelleren Form. Also die Basstöne bleiben gleich. Ich versuche die Melodie etwas schneller zu spielen. Da muss ich erstmal für mich den Sound aufdrehen. Okay, versuchen wir das mal. Stopp. Hören wir uns das einmal kurz sauber quantisiert an dem Fall. Genau, ich zeige euch das nochmal an dieser Klaviatur hier. Zack, und zwar mit der Computertastatur ist es immer ein bisschen komplizierter, aber es waren genau diese Töne. Und dann wieder A, F, A, Asie und ein Bass. A, dann im zweiten Durchgang das F, beim dritten das D und beim vierten wieder das F. Ich denke, das soll es für den Anfang hier auch erstmal sein. Mit diesen Tönen könnt ihr auf alle Fälle eine ganze Menge rumprobieren. Ersetzt auch mal die Instrumente, kopiert vielleicht die Bassnoten in eurem Programm, welches auch immer ihr benutzt, raus auf eine extra Spur. Macht da mal einen richtigen Bass rein oder einen Synthesizer-Bass. Und die Piano-Melodie versucht mal mit einem E-Piano, mit einem Synthesizer, mit einer Harfe, mit einer Gitarre. Was auch immer ihr so da habt. Schiebt ein bisschen rum. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das so ist, drückt bitte auf Gefällt mir bzw. Mag ich und abonniert meinen Kanal, wenn ihr Lust habt, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ansonsten wünsche ich euch sehr viel Spaß beim Ausprobieren und Üben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!